Hätte ja sein können. Schauen wir mal in die Küche. Vielleicht finden wir da noch was Leckeres. Oh nein, versperrt. Oder kommt man irgendwie garantiert rein? Ich sehe da sogar Loot. Fuck the Wolves. Ja, die finden die nicht so toll hier anscheinend. Komme ich da jetzt trotzdem nicht? Der Eingang ist ein bisschen zugewuchert. Soll ich mich doch innen noch mal ein bisschen umkurz. Sonst die. Nee. Verschlossen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Schlüssel in der Nähe. Ja, eine Karte wäre wieder nett, damit ich wüsste, wo ich schon bin, war und wo noch nicht. Wo ich schon bin, war. Bin wir schon da gewarst? Ja, da bin wir als erstes gewarsten. Na dann. Dann weiß ich es gerade wirklich nicht. Ach, so wichtig wird die Küche schon nicht sein, oder? Aber mich würde schon interessieren. Habe ich irgendwo einen Schlüssel übersehen? Registrierkasse? Mit einem Schlüssel. Wüsste nicht wo, wenn. Dann gehe ich jetzt mal weiter. Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Aber das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich in 30 Spielstunden noch sagen, ah, wisst ihr noch, diese eine Küche, wo ich nicht reingekommen bin. Da wäre bestimmt die heilige Handgranate gewesen, Mensch. Verdammt. Ich glaube, wenn ich hier drüber springe, dann ist es vorbei. Dann verlasse ich das Gebiet und es gibt kein Zurück mehr. Ah ja, komm, da ist bestimmt noch ein bisschen Alkohol und so. Kann ich eh nicht mehr nehmen. Mein Inventar ist eh voll. Passt schon. Wir sollten vorrücken. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls wir hier langkommen. Schau, jetzt haben die Hund dabei. Das ist so schlimm. Ich will dem nichts tun. Ne? Ich finde das furchtbar, wirklich. Ich habe da keinen Bock drauf. Nein. Oh Gott, Hündchen. Nein. Hey, ohne Scheiß. Das Spiel ist einfach scheiße. Ich hasse es ab jetzt. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Ich hasse das, dass ich hier Hündchen als Gegner habe. Verstecken sich nur. Verstanden. Finden wir ihn und dann nach Hause. Pack sie, Mädchen! Töte sie! Kann ich dem nicht irgendwie füttern und dann werden wir Freunde oder so? Das wäre doch cool, oder? Ich hab Skrupel, den Hund zu attackieren, Mensch, aber der bringt mich um. Wenigstens war es schnell vorbei. Das Spiel ist gemein. Schalt sie aus! Autsch. Au, jetzt reicht's aber! Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ah, tatsächlich. Und wie? Boah. Ah, ich muss leider die Hunde umbringen. Es hilft leider nichts. Ich finde das wirklich nicht gut. Aber da muss ich jetzt durch. Bis jetzt war die Darstellung der Gewalt gegen die Hunde zum Glück noch nicht so schlimm. Ich hoffe, das bleibt so. Nee, wirklich jetzt. Das macht mich fertig. Ich kann das nicht.
Hier drüben! Scheiße! Ja, aber wirklich. Ich kann das jetzt voll verstehen, dass sie mich umbringen wollen. Ich würde mich auch umbringen wollen. Verdammt nochmal. Flankieren! Verstanden! Mit den Hunden ist echt nicht zu spaßen. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Ohne Scheiß. Oh nein! Sorry, Hündchen. Wirklich, wirklich sorry. Du bist schuld. Du hast den Hund hierher gebracht. Stirb. Kein Mitleid mehr für die Penner. Naja. Ups. Gerade jemanden flüstern gehört. Verdammt. Aber ich sehe niemanden. Ich kann ja auch nichts dafür. Das Spiel ist schuld. Vielleicht könnte ich auch einfach durchschleichen. Aber andererseits würde ich mich schon gerne in Ruhe genau umschauen und looten. Insofern, schwierig. Hammer, dankeschön fürs Folgen, subscriben, dankeschön. Voll cool. Okay. Ich sehe das als Zeichen, dass wir jetzt fertig sind, oder? Wenn sie sagt, okay, war das der letzte. Cool, dann können wir uns jetzt wenigstens in Ruhe umschauen. Ich bin mir sicher, die Hunde waren alle schwer krank und uralt. Und sowieso quasi total alt und so und voller Schmerzen. Ah, okay. Stimmt eigentlich, Bomben hätte ich legen können, das wäre eine gute Idee gewesen. Das finde ich jetzt echt ein bisschen krass. Das nimmt mich mit, das belastet mich jetzt. Weil gegen die Menschen kämpfen, ich fand das nämlich immer eher faszinierend als abschreckend, wie das dargestellt ist. Wie die KI funktioniert, wie die reagieren auf Schüsse, wie die auf Treffer auch reagieren. Das fand ich alles eher, da war die technische Begeisterung größer als irgendwie, als dass ich, und der Spaß auch ehrlich gesagt am Gameplay, als dass ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte oder irgendwas.
Aber jetzt mit den Hunden, das ist mir zu krass. Das finde ich nicht mehr lustig. Das macht keinen Spaß mehr. Das ist jetzt eher so, oh Gott, ey. Furchtbar. Und nur deswegen haben die Hunde eingebaut in das Spiel. Da traue ich mich weg. Nur damit es einem schlecht geht. Das Spiel will, dass es dem Spieler schlecht geht. Und weil es mit den Menschen nicht geklappt hat, haben die noch Hunde eingebaut. Schweine. Naja. Das waren bestimmt die einzigen Hunde im Spiel für immer und es kommen nie wieder welche. Ganz sicher. Ey, gibt's keinen Mod, der Hunde aus dem Spiel entfernt, bitte? Wäre echt gut. Oh Gott. Naja. The show must go on. Ja, ja, der Plan funktioniert, dass es einem nicht gut geht bei der Gewaltausübung. Das muss man ihnen lassen. Vorsicht, Finger. Was fuck? Weil der Müllcontainer rumrollt. Achso, dass wer gehört haben könnte. Naja. Brauchen wir doch für unser Schieberätsel. Schieberätsel sind einfach auch so oldschool eigentlich. Wahrscheinlich rollt er da runter. Dann könnten die auch gleich so Fackelanzündrätsel aus den alten Zelda-Spielen nehmen im Grunde. Schnell, bevor er wegrollt. Okay. Geklappt. Zettel. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolf Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfing, ihre Regeln zu übersprühen, haben sie sich nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würden aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst. Glaube mir, mir geht's genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nicht nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Zeichnet Uli. Echt muss man in Fallout 4 9 Siedlungen mindestens retten, damit man es durchspielen kann. Das wusste ich gar nicht. Ein Fun-Fact. Ach, viel zu viele Lappen. Viel zu wenig Alkohol. Nimm den Lappen trotzdem. Oh, warte mal, was war denn da? Aha, eine gut versteckte Speicherkarte. Naldi the Youthful. Naledi Mebeki. Intelligenz 80, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit keine. Die zerbrechlich wirkende grauhaarige Nadeli, keine Ahnung, trägt immer weite Kleidung, um ihre zahlreichen Brandwunden zu verbergen. Doch ihr schwächliches Aussehen täuscht. Nachdem sie sich weigerte, in einem Brand...
Ja, in einem Brandanschlag an der Seite ihrer Familie zu sterben, rief ihr Rachedurst einen dunklen Geist herbei, der sich ihrer bemächtigte. Sein Fluch schien Glück und Unglück zu sein. Solange sie ein anderes Lebewesen berührt, kann keiner von beiden verletzt oder getötet werden. Wenn Naledi allein ist, ist sie allerdings extrem verwundbar. Also hat sie sich mit der Macht Bizarrebra verbündet, die sie dank ihrer Körperkraft in die Schlachten gegen diejenigen tragen kann, die ihr Unrecht getan haben. Ein beinahe unbezwingbares Team. Wer ist denn die Bizarrebra? Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich hätte ja gesagt, solange es nur irgendein Lebewesen sein muss, das dann nicht sterben kann, würde ich mir halt vielleicht irgendwie so eine Fliege um den Hals binden oder sowas. In der Art. Weiß auch nicht. Irgend so was Kleines. Und dann bin ich unsterblich und die Fliege ist auch unsterblich. Oder vielleicht irgend so einen Wurm in der Hosentasche haben oder so. Kann man ja gemütlich machen, dem Wurm. Rückstoß. Minimieren. Irgendein Volumpelpumpel hat sich vorhin dran geplüpst. So was. Warum nicht? Wie spät ist es jetzt eigentlich? 3:15. Oh, Viertelstunde. Ach. Wäre gerade so ein schöner Punkt zum Speichern und Aufhören, aber ein bisschen. Bisschen machen wir noch. Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst, dass in einer Viertelstunde wir wieder mitten in der Schlacht sind. Aber trotzdem, ein bisschen. Nur noch 5 Minuten. Mummi? Was? Mumie. Ein echter Tattoo-Laden. Uli. Schon wieder Uli. Alle schreiben Uli. Unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen. Aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadium zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Bradmans. PS? Wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkt abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, er schließt sich uns an. Jetzt nicht wieder. Na, ich wollte mich hier noch ein bisschen umsehen. Friseur, Salon? Ja, Föhn. Können wir eigentlich mitnehmen, so einen Föhn? Wenn wir so Pilzzombies nur lang genug föhnen, dann trocknet der Pilz bestimmt aus und schon stirbt. Könnte funktionieren. Dauert vielleicht ein paar Stunden oder Tage. Theoretisch. Wenn man nichts anderes hat. Wäre es vielleicht eine Idee. Ich meine ja nur, Ellie. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Verdammt, Schambler. Was? Hier? Ist ein Schambler. Einfach so. What? Sind hier noch andere? Nee, nur ein einzelner Schambler hier irgendwie. Verrückt. Oh, ich mich alleine, na super. Aber was machst du denn, Alter? Spinnst du jetzt? Hilfe! Ich habe einen Nahkampfangriff gemacht, weil ich den attackieren wollte. Und sie ist blöderweise voll auf den Schambler losgestürmt. Blöde Ellie. Naja, halb so schlimm.
ordentliche Nahkampfwaffe wäre schon wieder mal cool. Ich glaube, wenn hier noch mehr in der Nähe wären, wären die gekommen jetzt, oder? Aber andererseits hat Ellie nicht gesagt, okay, Luft ist rein, alles ist gut. Ihr gewinnt. Alles auf die 12. Oder irgendwas Ähnliches. Was mir suggeriert, dass der Kampf vorbei ist. Muss man hier durch? Ist der Schambler optional? Ich bin verwirrt schon wieder. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich dachte nämlich eigentlich da, wo ich vorher gewesen war, wird es weitergehen. Eigentlich. Aber jetzt geht scheinbar hier weiter. Naja, dann gehe ich jetzt weiter. Nee, gehen wir nicht mehr weiter. Das ist eine gute Idee. Die 10 Minuten, die wir haben, schauen wir uns jetzt hier noch um. Genau, so machen wir das. Dann gehen wir beim nächsten Mal weiter. Na guck, den Zettel hätte ich sonst voll übersehen, zum Beispiel. Bestimmt noch einige andere Sachen. Da ist ein Code für einen Tresor, sehe ich jetzt schon. Aha. Yo, wenn Dale vorbeikommt, würde er nach der Safe-Kombination fragen. Aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie ihm selbst, sonst kommt er deswegen noch 10-mal an. Die Kombination ist 30. Warte mal kurz. '30, '82 und '65. Achso, warte mal, da stand noch was. Jemand muss mit seiner Frau reden. Ich glaube, dass er wieder in Ordnung kommt, aber wir müssen es Tatsache ins Gesicht ziehen. Die WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris. Aber scheiß drauf. Okay. Safe-Kombination für irgendeine, für die Werkstatt. Dachte. Welche Werkstatt? Uli. Alle schreiben Uli. Uli, es war Boris. Ich habe gesehen, wie er die WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet, aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. X. Warum machen die das auch? Warum sind die so dämlich? Warum machen die genau die Sachen, wegen denen sie selbst irgendwie in den Aufstand gegen die Militärleute gemacht haben? Das ist schon sehr, sehr dämlich. Das ist schon sehr dämlich. Bei was erwarten die denn, wie die Leute darauf reagieren? Höchstwahrscheinlich genauso, wie sie damals drauf reagiert haben. Nicht gut. Nicht sehr gut. So, Werkstatt, Werkstatt, Tattoo. Was ist das da? Ist das eine Werkstatt? Nö, nee, das ist der Friseursalon. Ja, den könnte ich verschieben. Oh. What? Sind die da drin? Oh ja. Glaub schon. Yeah.
Na, lief doch ganz okay, Scheiße, oder? Scheiße, was war das? Das waren Zombie-Kerle. Hier ist es aber pilzig. Ah, und hier ist der Safe. Ja, na also. Gut, dass wir uns noch umgesehen haben. 30. Und 5 und 60. Ja. Ein zweites Pistolentäschchen. Das ist cool. Revolverholster. Damit können wir jetzt quasi unsere zweite Pistole auch im Schnellauswahl-Bildschirm-Dingens aufbewahren. Alles gut. Dann noch das. Dieses. Jenes. Schnubbel und Wubbel. Cool. Können wir jetzt schneller die Pistolen durchwechseln. Das finde ich gut. Da schauen wir mal, ob wir noch was herstellen können, damit wir vielleicht auch noch wieder was mitnehmen können. Eher nicht, leider. Klebeband muss leider hier bleiben. Schade, schade. Leb wohl, Klebeband. Na gut. Können wir jetzt den Müllcontainer irgendwo brauchen, um irgendwo hochzuklettern noch vielleicht? Ich glaube nicht wirklich, oder? Der war, glaube ich, wirklich nur als Sperre gedacht. Ja, genau. Eben. Ich glaube, deswegen ist Klebeband für mich auch so was Besonderes, weil in Fallout 4 war das gerade am Anfang, braucht man ständig blöden Klebstoff. Wie komme ich zu der Treppe? Da waren wir doch schon, Ellie. Da habe ich doch sogar irgendwie... Ja, doch, genau, da haben wir doch sogar riesige Gemüsefarmen gemacht. Aus irgendeiner Frucht kann man doch dann irgendwie Klebstoff herstellen und so weiter. Ach ja, das waren noch Zeiten. So. Hier, warte mal. Ah, Pfeile. Für den Fall. Gut gezielt. Und deswegen ist der Rucksack die ganze Zeit ein bisschen offen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, habe mich schon die ganze Zeit ein bisschen gestört. Und jetzt wissen wir warum. Spiel speichern. Und dann machen wir jetzt für heute Schluss. Gute Nacht, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Und am Freitag statt am Donnerstag ist dann Fallout 4 Let's Build Stream, in dem wir die Folgen von letzter Woche nachholen und die von dieser Woche auch gleich machen. Und dann geht's Dienstag wieder mit irgendwas weiter. Ich weiß noch nicht mit was. Und dann ist Freitag, also die Woche drauf dann, also nächste Woche quasi, schon 24 Stunden Stream. Das wird wieder crazy. Aber wenigstens darf ich mir dann Cola und Snacks kaufen, ohne schlechtes Gewissen. Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.